So. Ah, guck mal, da ist der Blumentopf. Wollte gerade schon sagen, was fehlt uns eigentlich noch so großartig? Okay. Hallo? Krankenschätzerin? Okay. Alter, man kann es ja auch noch. Dann könnt ihr gleich euch ins Bett daneben legen. Na los, dann halt nicht. So. Das war alles zerstören hier. Ich meine, der Teleporter bringt mich dann da hoch. So. Okay, warum kann ich das hier einpflanzen? Oh Mann. Vielleicht kann ich irgendwie. Ja, nur wieder verdammten Superstein. Aber da komme ich ganz gar nicht hoch, anscheinend. Ja, ja. Hallo, ich hasse diese Ranken, ne? Pff, teleportieren brauche ich nicht. Ja, dann bin vorbei, so. Da sind jetzt zwei Kisten drin. Okay. Was auch immer das sein soll. Irgendein Boxgerät? Nee. Ah, okay. Sehe schon. Hallo, Swagsfury. Als Gefangener kannst du mal ein bisschen hier sauber machen. Hey, so ein Ding zum sauber machen würde ich lieben gern sauber machen. Ich glaube, da würde jeder gerne damit sauber machen. Vielleicht ist ja nicht so, dass sie überall Dreck ist, ne? War das schon Nummer 5 jetzt hier? Nummer 4. Einer fehlt da noch. Ein großer Fleck irgendwie. Die ich noch nicht ausfindig gemacht habe. Ach da. Wie viel gab es denn im Superstein? Wow. Ich dachte, gibt es irgendeinen Charakter oder so noch. Hier gab es ja quasi nur Supersteine. Traum ist unnötig. Will ich mal anmerken. Warum lädt das jetzt länger, als es reingeladen hat? Bam, bam. Na. Alle Sachen sind magischerweise wieder da. So. Der Parcours müssen wir noch machen. Okay. Ich war so gerade zum Überlegen, was müssen wir denn noch alles so machen. Parcours auf jeden Fall. Nach dem Parcours gucke ich dann erstmal, was noch fehlt. Ja, danke für die Kamera, dass du dich dazu entschieden hast, erstmal meine Kamera umzudrehen. Okay, hier gibt es keine Uhr auf dem Weg. Ja, auch nicht. Okay, das ist sehr praktisch.
Kamera. Hallo. So, ich hoffe, dass da keine irgendwie erspawnt, wenn ich da auch gucke oder so. Der alte Kowalski hat's noch drauf, ey. Okay, das war auch nicht schwer. Wir haben freigeschaltet den direkt das Stonewall. Okay, cool. Da ist auch noch eine Pflanze. Was bringt die mir? Ich besorge ihm ein Geschenk. Okay. Ich brauche Urlaub. Achso. Für den Superstein. Okay. So, was fehlt uns denn hier noch? Zwei Charaktere. Einer, also ein Charakter fehlt uns noch. Ein Charakter. Warte mal, warum kann ich hier überall... Vielleicht, aber nur vielleicht. Hängt er irgendwie da oben so dran. Schade, und ich hatte noch eine Hoffnung. Und mein Spiel ist gequetscht? Nee, doch nicht. Okay, war nur ein langer Ladeleck. Wo könnte der denn sein, ey? Mal gucken, was passiert, wenn ich die ganzen Sachen hier mache. Vielleicht ist ja irgendwas davon, muss ich ja vielleicht machen. Also Basketball war es nicht. Okay, dann würde er gesagt, 1, 2, 3 hätte er sonst gesagt jetzt oder so. Komme ich mit einer Abkürzung da draußen eigentlich? Nope. Nein, tu das bloß nicht. Den habe ich eingesammelt, das habe ich eingesammelt, dies und das habe ich gemacht. Nur hier oben war ich noch nicht. Hä, was zum... Was gibt's Neues? Okay, das hat mir auch nichts gebracht. Da ist halt der Charakter noch. So. Ja. Oh. Was haben wir denn da noch? Da haben wir vielleicht gefunden, den Charakter, den Vermissten. Uns noch fehlt. Sehr Knorke. Wäre auch Knorke, wenn ich darüber springen könnte. Okay, das geht wenigstens. Ja, im Wasser haben wir nicht geguckt, das stimmt. Hier ist der einzige Ort, wo wir nicht geguckt haben. Okay. Natürlich, einfach so. Es war so klar, ne? Ich sage nur so vorhin, ja, hier gibt's doch bestimmt nichts, ey. Mann. Okay, gut, da haben wir ja alles gefunden hier soweit. Damit haben wir eigentlich. Ja. Haben wir. Die Albatross-Insel, so rum, also heißt die. Zu 100% abgeschlossen. Ja, zumindest fast noch nicht ganz. Und zwar genau in 5, 4, 3, 2, 1. Und den Boxer. Freigeschaltet.
Na, von einem Charakter, 2 von 2 Fahrzeugen, 1 von 3 rote Steine, 5 von 15 goldene Steine. Und ihr seht ja auch 1111100000111111001. So, dann machen wir jetzt wieder Spezialmission weiter. Und dann haben wir die Albatross-Insel auch wirklich abgeschlossen. Spitzeauftrag 2. Scher rein in Sicht. Bam, bam. Also ein bisschen aufräumen hier, ey. Halt so. So, ich kümmere mich erstmal hier ein bisschen um die paar Sachen hier, also um die Leute. Bevor ich erstmal mich richtig umgucke und das Feuer zum Beispiel löschen und so. Beziehungsweise die Leute, die hier unten sind. Du magst das am Freund da hinten gerne, ne? Ja, bitte. Oh. Keine Sola hier ziehen. Und das war Lego City Head. Ach, guck mal, hier war noch gar kein Lego City Head. Gute Arbeit. Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue? Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Kein Wunder, dass hier so ein Chaos ausbricht. Und Nummer 1. 2. Okay, den da hinten wollte ich zwar nicht, aber okay, die gibt's natürlich auch. Ach. So, Nummer 5 und hier müsste dann irgendwo die Nummer 6 auch sein, genau. So, ja, das kommt mal logischerweise damals noch. Ich wollte gar nicht. Hallo, danke. So. Ich wollte gar nicht schießen. Das kommt mal logischerweise damals noch nicht machen. Kannst du mich nicht ewig hier festhalten? So, dass dieses Gitter zwischen uns ist. Lass mich gehen. Ich bin unschuldig. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. So. Hätte die Schule nicht abbrechen sollen. Ja, das sollte man nie machen. Bildung ist wichtig. Du warst in der Zelle? Auch wenn ja. Sehr viel Unnötiges okay, lernt in der Schule. Sehr, sind Wachen sehr in der viel. Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex' Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Du kannst mich hier nicht festhalten an so einem schönen Tag. Ich hoffe, hier war damals der rote Stein drin. Ah, wenigstens besser als Einzelhaft. Ey, komm schon. Ich verpasse die guten Serien im Fernsehen. Selbst schuld. Erzähle ich meinem Anwalt. Mach doch. Komm schon, gib mir noch eine Chance. Warum geht die Musik so ab? Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise 1 von 5 Goldhaufen irgendwie. Aber was das da ist, oder Kacke? Nee. Heu. Keine Ahnung.
Na, das müssen wir aber machen, sonst kommen wir nämlich keine Etage höher. So, dann haben wir die Keycard. Weil ich auch bestimmt anders hochkäme, aber machen wir es jetzt einfach mal so. Ich wäre vorher schon das mit den Suchpartner ein bisschen skippen konnte. Ach nö. Aber es ist auf der dritten Etage, okay. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Ja, guck mal, hier ist auch noch was drin. Kommen wir nur von oben rein. Bauarbeiter. Nein, hat Stopp noch nicht ganz. Aber komm mit dem Fahrstuhl ja hoch, denke ich mal. Also können wir das ruhig zerstören. Fehlt uns denn noch? Zwei Fahrzeuge. Ah, okay, da fehlt uns noch ein bisschen was. Also den Fahrstuhl wieder reparieren. Genau so, nicht anders. Also da ist eine Kette drin. Okay. Der Fahrstuhl ist auch kaputt. Okay, viel für Feuerwehr hier. Keine Ahnung, was das ist. Goldhaufen. Keine Ahnung, was das sein soll. Jedenfalls haben wir davon gleich alle vier. Und zwar genau jetzt. Damit haben wir schon mal die Marken alle. Warum kann ich hier rein? Das. Egal. Hinterfrag es einfach nicht. Irgendwo Dynamitautomaten finden. Weil der Cheat funktioniert ja nicht in den Missionen leider. Warum auch immer. Im Ofen natürlich. Wo denn sonst? Sieht aus wie Blue. Ist wahrscheinlich auch Blue. Aua. Jedes Mal laufe ich da rein. Ja, Blue Woodtaker. Na, hier müssen wir jetzt aber rein. Da kommen wir nicht so leicht rüber. Drum. Sagen wir, wie kommt man da rein? Aber so. Muss ich erst die Keycard. Wie kommt er denn da mal rein und raus? Es ist ein Absehen. Chase, bist du drin? Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Sperrt. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. So schnell kommt er da nicht raus. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt.
Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Danby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Wer ist da? Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Noch. Lass mal alle zerstören hier. Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Okay, nein. Da, so. Ruf mal rein. Okay, was sind wir denn jetzt hier? Das ist eine Privat, what the fuck, ey? Also ich muss mal kurz warten. Okay. So, dich mal eben. Und dich, keine Ahnung, ich weiß mal kurz dahin. Nehmen wir uns im Gefängnis fest, ey. Das muss auch sehr demütigend sein für euch. Okay. An die Sachen kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern. Upsala. Okay, danke. Ventil. Ist hier drin? Okay. Wir meinen den Druck oder machen da. Ach, da ist was drin. Das Fahrzeug drin. Ah, das müssen wir erstmal löschen, aber... Ah, verstehe. And we know, okay. Ah, guck mal. Ah, Moment. Wir können den Cheat ja nicht benutzen. Finde ich denn jetzt hier einen Dynamitautomat? Da wo kaum hier drinne. Wobei... Kann alles passieren. Na, okay. Dynamit geht natürlich auch zu finden. Deckung! Ach, das ist andere Fakt. Ist gut. Okay. Ach, den von Chief Danby am Ende. Nein, haben wir nicht alles jetzt? Wir haben alles. Oder? Zwei von zwei Charakter, zwei Fahrzeuge, einen roten Schein, 4 von 4 machen. Okay. Speichern zurück nach Lego City. Ja. Marke Nummer 3 und Marke Nummer 4 und den Charakter Blue Taker, den das Fahrzeug Rino, das Fahrzeug Scoot. Lego City, jetzt sind wir auch jetzt hier und jetzt haben wir Schiefer freigeschaltet, eine Legende. Das kann ich ja schon fast in einen Part alles packen hier. Ja, wobei, wahrscheinlich waren es erst 2 Parts. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Oder auch nicht. Ihr seht, wir haben Arbitrus Insel 100% abgeschlossen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.